Bei dem Wetter geht es für Arno Jekel und Michael Ewel vom BUND, vom Verein Umwelt- und Naturschutz Deutschland, in die Apfelbäume. Ihre Mission lautet: Mistelzweige entfernen. Misteln sind zwar auf der einen Seite Tradition an Weihnachten, um sich unter ihnen zu küssen, auf der anderen Seite sind sie hier auf den Streuobstwiesen im Odenwald bei Remhorn wahre Baumschmarotzer. Deshalb müssen sie weg. Die Misteln haben sich in den letzten Jahren massiv, fast explosionsartig verbreitet hier bei uns im Odenwald. Und die müssen unbedingt im Zaum gehalten werden, weil dieser starke Mistelbefall die Bäume extrem schädigt und auf die Dauer, wenn man nichts macht, die Bäume dann absterben. Misteln wachsen im Winter. Und weil es in den vergangenen Jahren in der Winterzeit zu mild war, konnten sich die Misteln ausbreiten und wachsen. Weil die Streuobstwiesen jedoch erhalten werden sollen, hat sich der Verein an die Umweltlotterie genau gewendet und ihr Projekt dort eingereicht. Sie hoffen nun darauf, 5.000 Euro durch die Umweltlotterie genau zu gewinnen. Mit diesem Geld werden zwei Dinge unterstützt. Zum einen, wenn wir hier das in Remhorn zum Beispiel machen, diese ehrenamtliche Arbeit, dass wir die Misteln entfernen. Wir brauchen Werkzeug, wir brauchen Geräte. Beim Häckseln der Misteln und des Baumschnitts fallen Kosten an. Und der größte Teil des Geldes wird in ein Projekt fließen, wo also Misteln professionell, mit professioneller Unterstützung von einer Firma dann auch entfernt werden, weil wir hier einfach allein mit ehrenamtlichem Engagement kommt man dem nicht mehr bei. Wir brauchen da dringend flächendeckend eigentlich Unterstützung. Die Arbeit für die ehrenamtlichen Mitarbeiter ist gefährlich und es ist ein Knochenjob. Mistelast für Mistelast sägen Aaron Jäkel und Michael Ewen ab. Nur Misteln kommen leider immer wieder. Viele Bäume sind zu schwach, um sich gegen sie zu schützen. Nahezu alle Bäume in der Gemarkung um Remhorn sind von Misteln befallen. Hier in Remhorn ist das Ziel, alle Obstbäume, die hier stehen, von Misteln zu befreien. Wir haben uns da so einen Zeitraum von 4 Jahren vorgenommen, jeden Winter ungefähr 1/4 der Gemarkung. Und es macht nur Sinn, wenn man wirklich flächendeckend arbeitet, weil es nutzt mir nichts, wenn ich hier 10 Bäume von Misteln befreie und daneben stehen Bäume, die voller Misteln sind. Und von dort werden dann alle anderen Bäume auch wieder befallen und infiziert. Zum Schutz der Artenvielfalt machen sich die Naturschützer bei Wind und Wetter ans Werk, um die Baumschmarotzer zu entfernen. Dabei sehen sie ja eigentlich ganz hübsch aus, die Mistelzweige. Es gibt Vögel, die fressen gern die Beeren, aber dadurch tragen die dann die zur Vermehrung der Mistel bei. Also ein Tier, was die Misteln gern frisst, was ich kenne, sind meine Schafe. Denen bringe ich ab und zu mal ein paar Misteln mit, jetzt so im Winter, das mögen die ganz gern, ja. Mistelzweige zu entfernen ist ein Dauerprojekt. Aber zum Glück hat der BUND Odenwald sein Projekt öffentlich bei der Umweltlotterie genau eingereicht. Jetzt brauchen sie nur noch ein klein bisschen Glück.